Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solar Psycho, ich bin mit am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in der Monologist und wir finden uns heute im wunderschönen Farmhaus. Erstmal Equipment nehmen, schauen, wie heißt der Geist. Matilda Graves. Alles klar. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Häuschen. Das ist ein bisschen laut hier draußen. Ihr hört das ja selber. Abmarsch. Ladies and Gentlemen, das waren ein paar andere Videos für diese Woche geplant, beziehungsweise es kann auch sein, dass vielleicht sogar Videos ausfallen diese Woche, denn ich hatte jetzt zwei Tage lang, sprich seit Dienstag, hatte ich eine Bindehautentzündung. Leicht sieht man es noch in meinem rechten Auge, zumindest noch die Rötung, aber es war wirklich alles zugeschwollen und alles richtig asozial. Habe auch zwei Tage durchgepennt und das ist kein Witz, ich habe 31 Stunden gepennt. Wenn ich wach war, habe ich Kühlpads auf mein Auge getan, bis die Schwellung wieder weg war, wieder weitergepennt und so weiter und so fort. Damit ich halbwegs normal aussehe, wenn ich die restlichen Aufnahmen mache. Und ja, jetzt muss ich eben noch schauen, wie ich von der Zeit her hinkomme. Aber ich hoffe, dass es zu keinen Ausfällen kommen wird. Allerhöchstens, der Stream ist momentan noch auf der Kippe. Oder zumindest mit Facecam-Stream ist auf der Kippe. Denn ja, wenn mein Auge zu rot ist, möchte ich natürlich dann nicht vor der Cam sitzen. Und das ist mir jetzt auch schon unangenehm. Deswegen hoffe ich, dass es nicht störend ist oder nicht zu störend. Denkt euch einfach, ich habe die Nacht durchgesoffen und habe deswegen noch rote Augen. Ist zwar jetzt auch nicht so geil, aber ja, kommt doch selber raus, letzten Endes. Aber ja, jedenfalls sollte es zu keinen Ausfällen kommen diese Woche. Aber das sehe ich dann erst hinterher. Oder wenn ich jetzt hier so ein paar Aufnahmen mache. Ein bisschen Zeit bleibt mir leider noch. Aber es ist natürlich super, extra ein bisschen Zeit rausgearbeitet, damit man mal ein bisschen mehr Zeit wieder für Videos hat und vor allem längere oder auch Videos, die man etwas stärker bearbeiten muss, rausballern kann und dann erstmal zwei Tage flach gelegen. Genius, aber ja, was willst du machen? So wird es nicht langweilig. Und wir finden uns heute hier im Farmhaus, einfach weil ich zum einen Bock drauf hatte, zum anderen ja, wusste ich nicht, welches Haus ich sonst auswählen sollte. Denn, wie gesagt, ursprünglich, das war gemein. Ich weiß nicht, ob es hier ist, aber ich weiß, dass die Tür bewegt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal da raus und holen uns eine Vorderhandel. Genau, ich wollte zum Beispiel diese Woche auch noch nach Bethlehem. Aber Bethlehem rechne ich immer so mit 30 bis 45 Minuten, je nachdem. Und, ja, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, wieder ein Kühlpad auf mein Auge zu legen oder weiter zu pennen. Deswegen schauen wir. Aber no risk, no fun. Schauen wir es go on. Keine Ahnung, kann man alles sagen. Trifft alles zu. Ich habe Bock drauf, mal wieder zu zocken. Gerade nach den zwei Tagen Schlafen. War aber auch ganz geil. Schön geträumt, ich weiß nicht mehr was. Aber das war so. Ich habe einen Traum gehabt und wenn ich aufgewacht bin, hat es einfach gereicht, mich umzudrehen und weiter zu pennen. Konnte dann meistens wegen dem Traum weiter pennen. Also es war wie so ein endloser Traum. Hat richtig Spaß gemacht eigentlich. Bisschen weird war der, glaube ich, soweit ich weiß. Aber war eigentlich ein schöner Traum. Leider weiß ich noch nicht mehr, was ich geträumt habe. Das ist immer mein größtes Problem, wenn ich nicht direkt mir irgendwas aufschreibe oder sowas, habe ich keinen Plan, was ich geträumt habe. Wir haben jetzt hier 10 Grad, was bedeutet, Geisterraum ist hier und gut, die Tür hat es uns auch schon verraten, aber hätte ja auch sein können, dass er einfach nur gewandert ist. So, nächster Run. Die UV-Lampe hat nicht sehr viel gebracht. Jetzt schauen wir einfach mal Box und Leinwand, was die uns zu bieten haben. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Geist ein wenig aktiver ist. Ja, irgendwas bewegt er, das ist schon mal gut. Also er ist immer noch da, er ist immer noch so halbwegs aktiv. Ist alles in allem ganz gut. Und er hat die Tür wieder zugemacht. Ich weiß nicht, was ihm die Tür getan hat, aber gut, er hinterlässt keine Fingerabdrücke. Dann würde ich natürlich auch mit der Tür spielen. Das Licht, damit hat er auch gespielt. Okay, wir haben drei. Diese Bank. Es gefällt mir gerade gar nicht, dass er so aktiv ist. Aber ich denke, wir können die Fingerabdrücke schon mal rausstreichen. Denn offensichtlich haben wir da keine. Was die Bank mir getan hat, keine Ahnung. Da war schon wieder die Tür. Seltsam. Seltsamer Geist. Es gibt leider keinen Geist, der wirklich öfter mit Türen spielt. Gibt es allgemein in den ganzen Spielen nicht. Dass irgendein Geist. Also es wäre auf jeden Fall mal cool, ein Geist, der öfter mit Türen spielt. Was auch immer du da gerade machst. Ich habe nicht meine Ahnung, wo es ist. Okay, ein Vierer. Da ist schon wieder Licht ausgemacht. Okay, es ist aktiv. Schauen wir mal, ob es reden möchte. Check, check. 1, 2. Can you talk? Can you speak? How did you die? When did she die? Can you talk? Can you speak? How did she die? When did she die? Okay, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Wir haben keine Box, wir haben keine Fingies, wir haben noch kein EMF5. Wir haben gefühlt gar nichts. Und mit gefühlt gar nichts meine ich, wir haben gar nichts. Aber gefühlt gar nichts klingt irgendwie so, als ob man was hätte. Keine Ahnung, was da los ist. Er macht doch sehr, sehr wenig. Ist ein bisschen schade. Hier passiert auch kein Event, also was haben wir, was aktiv ist, aber trotzdem wenig macht an der Stelle? Keine Ahnung.
keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall leider noch alle Gegenstände mit reinbringen. Ich hatte schon überlegt, sollen wir jetzt mal ein Fudo mit reinbringen. Er ist zwar aktiver, vielleicht können wir dadurch die Events ein bisschen pushen. Aber ja, wir müssen leider alle Gegenstände noch reinbringen. Deswegen nächster Run. Dort können wir dann ein Fudo mitnehmen. Da schauen wir uns dann auch nochmal die Quests an. Weil ich finde schade, dass man hier nicht ums Haus gehen kann. Denn ich wüsste gerne, warum es da hinten so krass leuchtet. Aber das geht leider nicht. So. Aktiv ist er. Aktiv ist er. Ich habe jetzt auch meine Sanity nicht angeschaut. Könnte vielleicht ein böser Fehler sein. Werden wir herausfinden, früher oder später. Und jetzt wieder die Tür zu machen. Ey, Wahnsinn. Ganz ehrlich, was hat dir die Tür getan? Ich hatte echt noch keinen Geist in welchem Spiel auch immer. Ganz egal, ob Exile, Phasmo, Watchers, immer noch du gehst. Der irgendwie spezialisiert war auf Türen. So, Entwickler, könnt ihr noch mit reinnehmen. Irgendein Geist, der aktiver mit Türen hintergeht. Willst du mich verarschen? Wo hast du gerade mit dem Licht gespielt? Hä? Im Badezimmer? Hä? Okay. Okay. Nicht, dass er gar nicht da ist, sondern im Badezimmer. Hä? Also, Kollege, ich weiß ja offen, ich merke ja offen, also, wir haben offensichtlich einen Geist, ne? So ist mal, so schon mal nicht. Also, ne? Das, was ich sagen will. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Hier steigt jetzt auch die Temperatur wieder. Hey, hast du einen Geist rumgewechselt, oder was? Ist der jetzt ins Badezimmer gewechselt? Wait a sec. Nö, Temperatur hier ist human. Also, was wissen wir? Wir haben keine Box, wir haben keine Linse, wir haben keine Fingies, wir haben keine Leinwand. Gut, die können wir nicht rausstreichen, aber offensichtlich haben wir keine. Hier haben wir einen, also wir haben auch kein EMF. Also, was haben wir? Das ist eine sehr gute Frage an der Stelle tatsächlich. Denn irgendwie haben wir gefühlt gar nichts. Temperatur ist aber hier noch fresh. Can you talk? Can you speak? How did you die? Ah, jetzt auf einmal. I will never talk to you. Ja, ja, hast du aber gerade getan, mein Freund. Tut mir leid. So, also. Es fängt jetzt langsam an. Vielleicht hat es auch nur geschlafen, aber dann hätte es durch die UV-Lampe aufwachen müssen. Denn die UV-Lampe weckt den Geist auf. Und zwar den Wraith war das, glaube ich. Das Gespenst. So, sonst haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Ihr seht es ja offensichtlich. Aber zumindest haben wir schon mal die Box und das ist schon mal ein guter Ansatz. Bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich das nicht rausgestrichen habe. Sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Okay, offensichtlich nicht. Okay, wir haben ein wunderschönes ESG gehabt und jetzt hat er auch endlich die Staffelei bemalt. Hat dir gar nicht lange gedauert. Iblis? Da reden wir nochmal, gell? Okay, scheinbar brauchen wir den Laptop. Können wir direkt machen. Habe ich nichts dagegen. Kein Plan, was wir sonst noch brauchen. Ja gut. Ihr seht das selber. Leider haben wir ein... Wir brauchen offensichtlich ein Foto. Aber leider haben wir scheinbar wieder einen Geisterraum erwischt, der kein Event vorweist. Was natürlich wieder super ist. Ich dachte, das Farmhaus hat's gelernt, aber nein. Nein. Das Farmhaus hat sich wieder zurückentwickelt. Das war wahrscheinlich irgendein Update, das vor kurzem kam. Und jetzt, ihr seht es selber. Das war wahrscheinlich das große Update. Also, Computer lädt gerade hoch, Foto vom Geist und Salzsäckchen, Unterbärchen. Wir bringen jetzt noch ein Foto mit rein, in der Hoffnung, dass wir irgendwas bekommen. Ich lasse jetzt auch meine Sanity droppen, damit wir zumindest noch eine Jagd oder sowas haben, damit ein bisschen Action da drin ist. Aber nein. Das langweiligste Farmhaus, muss man leider an der Stelle sagen. Fairness halber, wenn ich jetzt in einem Farmhaus wäre, hätte ich gerne, also würde ich mir wünschen, dass es so human ist. Leider hätte ich jetzt keine Lust, dass ich hier auseinandergenommen werde, weil hier irgendein Geist haust. Aber ich bin ja nicht hier zum Urlaub machen, ich bin hier zum Geisterjagen. Und, ne? So einen Geist möchtest du nicht haben. Beim Iblis hat eigentlich, glaube ich, nichts darauf bezogen, dass es aktiv, passiv, whatever ist, sondern es ist halt einfach Iblis. Ganz einfach. Salzsäckchen Nummer 2. Da waren auch die Computerdaten jetzt. Hier Salzsäckchen Nummer 3, Wunderbärchen. Und jetzt heizen wir den Guten mal ein bisschen ein. Vorher, schau mal. Was? I hate the light. Wunderschön. Madam. Madam, kann ich Ihnen helfen? Lights are closed. Lights are closed. Lights are closed.
diese Lache von dem Clown hinterher. Ah, jetzt kann ich nicht lesen, was da drunter steht. Na super. Aber gut, wir heizen die Viech mal ein. Ich nehme auch gleich das Kruzifix, denn ja, so ein bisschen Gänsehaut habe ich schon bei dem Geist. Naja, ist ein kleiner Raum und... Willst du mich jetzt komplett verarschen? Du erscheinst hier draußen! Ja, jetzt muss ich auch noch niesen. Also, fassen wir mal zusammen. Was können wir zusammenfassen? Wir hatten kein Event. Also, Events können wir sehr schnell zusammenfassen. Null. Es bewegt die Bank, es bewegt die Tür, es bewegt das Licht, oder zumindest den Lichtschalter, und diese Schranktür. Check. Es ist hier, es hat sich einmal im Raum gezeigt, einmal außerhalb, durch, aber nur durch die Quest, weil wir ein Foto brauchen. Super. Super, ja, ja, ja. Ich hasse es immer, wenn ich niese, muss ich auch weinen. Was zum... Das war die Lunch Lady! Das war Madame's Lunch Lady. Hallo. Also erstmal Servus. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Lunch Lady und der Model, du gehst, oder? Bin ich jetzt ganz doof. Da waren Dots. Also, das war auf jeden Fall die Lunch Lady, der Clown und irgendwas war auf dem Bett festgebunden. Hat das jetzt nicht gezählt? Du warst auf dem Foto drauf. Ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht gezählt hat, ich schwöre, ich sag's dir. Das hat nicht gezählt, oder? Das hat nicht gezählt. Das hat echt nicht gezählt. Ich komme darauf nicht klar. Es hat nicht gezählt. Aber das war die Lunch Lady. Ach ja, ich lasse mein Fotoapparat hier. Auf jeden Fall, dass es nicht gezählt hat, bringe ich jetzt... Oder warte, wir bringen nochmal einen Geist rum. Dann bringe ich gleich nochmal ein Foto mit. Was war das für ein Event? Gerne nochmal, wenn ich wieder drin bin. Ja, bitte nicht vorher. Dankeschön. Geiles Event. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur dieses Grinsen jetzt von der Lunch Lady vor meinem geistigen Auge und das macht mich ein bisschen nervös. Vielleicht ist es auch so ein Teaser, so ein Easter Egg, dass es halt gar nicht die Lunch Lady ist, sondern vielleicht ein Geist, der mit dem nächsten Haus mit der reinkommt. Also ein Geist, der mit der Map, nächsten Map reinkommt. Also, weiß ich nicht und das Foto hätte ich nicht gesehen. Kollege, du warst da drauf! Nö, das sehe ich jetzt nicht ein. Das Problem ist, wir haben jetzt 67% Sanity. Es könnte gleich ein bisschen enger werden als gewollt. Wir müssen jetzt einfach mal schauen. Ich habe ja gesagt, ich nehme keine Sanity-Pillen. Wir hoffen jetzt einfach mal an der Stelle, dass wir das Foto vorher bekommen, weil danach kannst du ja fröhlich jagen. Das ist uns dann komplett egal. Bis dahin sollte es nicht fangen spielen, sonst wird das Ganze eng. Aber gut, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich zum Foto komme und vorher wird das Foto abgefackelt. Ich muss mir merken, nach unten, na, wobei. So, also, abfackeln. So, Kollege, jetzt auf geht's. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Ich hoffe, du bist, by the way, immer noch hier im Raum und bist nicht schon wieder auf Wanderschaft zur Toilette. So, dich droppe ich jetzt einfach mal hier. So, jetzt auf geht's. Ich mache jetzt das Foto. Ich hole mir jetzt dieses Foto. Auch wenn ich hier 10 Minuten warten muss. Länger möchte ich aber nicht warten, um ehrlich zu sein, denn in 10 Minuten sollte das jagen können. So, soll ich vielleicht Lichter machen? Siehst du da ein bisschen mehr? Wobei. Wir mappen jetzt Licht, das ist komplett egal. Also, für mich heißt es jetzt warten. Ich hoffe, dass es gleich erscheint. Ich weiß noch nicht, soll ich im Raum warten oder soll ich außerhalb warten? Was ich auf jeden Fall jetzt gerade merke, hat das Foto hat nichts gebracht, denn es wird sogar noch inaktiver. Es bewegt noch nicht mal mehr diese Tür hier. Naja, warten ist angesagt. Ja, es hat funktioniert und ich habe sogar den Clown erwischt. Oh, oh. Apropos Clown, wir haben jetzt alle Quests. Jetzt sollte ich vielleicht erstmal die Beine in die Hand nehmen, denn jetzt müssen wir es da reinlocken. Aber finde ich richtig cool. Sobald du alle Quests erledigst, wechselt dieser Geist direkt zum Clown. Bin ich einfach cool gemacht. So, und hier müssen wir das reindackeln lassen. Es wird jetzt wahrscheinlich im Geisterraum spawnen, aber wir haben ja schon gemerkt, dass es gerne auf Wanderschaft geht. Deswegen schauen wir mal. Den Spot hier mache ich am wenigsten, denn ne, am besten ist eigentlich hier zu stehen. Wobei, ja, also du hast gute Spots. Was auch immer ist unten bewegt. Ja, also du kannst hier stehen. Das hat es bewegt, lol. Hä, wieso bist du jetzt hier oben? Warum ist jetzt hier... Hallo? Wo bist du? Hello, hello, baby, I can... Kommst du von unten oder von da? Oh, da ist es! Und es hat geknuspert. Alter, das kam unerwartet. Und deswegen mag ich diesen Spot nicht. Aber ich glaube, wenn ich auf der einen Seite stehe, ich muss einfach nur stumpf auf die Treppen schauen. Denn wenn es von der jeweils anderen Seite kommt, läuft es da durch und ich bin safe.
Alter, das war jetzt schon gemein, du. Das letzte, was ich gesehen habe, war der Clown. In meinem Gesicht. Und zwar ungefähr genau der Part, den ich fotografiert habe. Seltsames Viech. Seltsames Viech. Ich mag's gar nicht. Es ist mir ein bisschen unheimlich. Aber gut, ich stelle mich jetzt einfach oben an die Treppe hin, starre auf diese Treppe und hoffe, dass ich irgendwas sehe. Ja, nein, vielleicht. So, Kollege, ich bin wieder drin, kannst loslegen. Dankeschön. Problem ist, jetzt werde ich wahrscheinlich länger brauchen. Ich starre jetzt einfach hier auf diese Treppe. Und mein Problem wird dann sein, es spawnt wahrscheinlich hier in mir. So. Ich starre jetzt einfach... Oh, da kommt er sogar! Himmelherrgott! Was bist du so motiviert, Junge? Ach ja, ist ja Iblis. Iblis ist ja schneller, wenn kalt, oder nicht? War das Iblis? Nein, das war falsch. War jetzt Iblis? Ach so, ne, Iblis ist der Geist, der mich überall findet. I see. I see. Und weil hier Treppen sind, ist das doppelt dumm. Denn aufgrund der Tatsache, dass die... Na, durch die Treppe ist es ja eine andere Ebene. Somit, das hatten sie in Phasma damals auch. Erst wenn er wieder auf meiner Ebene ist... greift das mit dieser Geschwindigkeit. Wenn er drunter ist, ist er sozusagen weiter weg, bei anderer Ebene. Und deswegen kam er hier auch jetzt mit Hyperspeed hoch und hat mich direkt geknuspert. Ja, wir sind gerade hier unten im Wohnzimmer. Was bedeutet? Okay. Hier müsste es kommen. Es kommt aus dem Wohnzimmer. Ich wette. Hier chillt er jetzt wieder. Aber die Treppe mit Hyperspeed hochgelaufen. Also auf der einen Seite guter Geist. Wenn er von hier kommt, super Geist. Wenn er von hier kommt, habt ihr ja gesehen, wird es ein bisschen enger als gewollt. Deswegen stehe ich jetzt einfach mal hier und starre hier runter. Denn das hier ist die gefährliche Zone. Wenn es von da kommt, habe ich ein Problem. Von hinten kann es gerne kommen in dem Fall. So. Und es ist gerade motiviert. Aber achtet mal darauf, wie viel es macht. Diese Pflanzen die ganze Zeit, das Licht, Gegenstände. Wenn es dieses Engagement für Events verwendet, Alter, da würde ich mir wirklich mal in die Unterbuchse machen. Schöne Blumen. Und es regnet immer noch draußen. Ey, Wort. Wir müssen jetzt einfach warten auf die letzte Jagd. Hat er gerade den Kühlschrank aufgemacht? Nein, es kommt von hier unten. Komm her. Komm her, Iblis. Komm her. Da ist schon wieder mit Hyperspeed unterwegs. Iblis? Es tut mir irgendwie schon ein bisschen leid, du. Oh ja, nie wieder von mir, Dämon. Er tut mir wirklich ein bisschen leid, ne? Denn... ach, er kann ja nichts dafür, dass... die meisten Clowns nicht mögen. Ich denke, früher war Clown wirklich ein cooler Beruf oder... zumindest hat Spaß gemacht, ne? Als es noch kein Fernsehen oder sowas gab, sie diese Unterhaltung noch nicht hattest, sondern von anderen Aktivitäten, wie eben sowas wie einer Clownshow oder sowas, bekommen hast. Da hat das einen anderen Stellenwert. Heutzutage, wenn du belustigt werden willst, schaust du auf YouTube, Twitter, Insta, whatever. Brauchst du keinen Clown mehr. Aber gut. So viel zum Farmer, schauen wir mal. Lagen wir richtig, aber gut, man hat erkannt, dass es Iblis ist. Wunderbärchen und wir haben sogar überlebt. Ich bin an der Stelle zufrieden, wie gesagt, Ladies and Gentlemen. Ich denke nicht, dass es zu Ausfällen kommen wird. Es kann auch sein, dass mal die Facecam einfach nur aus sein wird. Aber ja, letzten Endes werdet ihr am Sonntag gesehen haben, ob es Ausfälle gab. Daumen sind gedrückt, auch dass der Stream stattfindet. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.